Das war noch im Zirkus Knie, mit dem Abraham und Pelikan. Das hat er lange organisiert. Während der Vorführungen im Knie hat man den Pelikan gezeigt. Und er musste auf dem Manegerrand rumlaufen, alleine. Und dann ist er reingekommen, auf einen Podest gumpet und dann hat er einen Fisch gekriegt. Und das ist eine Leistung für einen Pelikan. Ich glaube, der Abraham ist ja sehr menschenfixiert Ja, gewesen. und dann die Leute, ich glaube, ich habe den gepackt auf dem Podest und dann rausgetragen. Haben Sie das auch so erlebt, dass er so vor allem Frauen so zugewandt war? Ja, das schon. Und er ist einfach, wie soll ich sagen, er ist ein Lausbub. Ich habe ihm mal zugeschaut. Also, ein Rentner hat den Hut ab, also auf dem Bänkchen. Und er hat ihn von weitem gesehen. Er denkt, was macht er jetzt? Und dann ist er einfach hinten und hat dann den Hut vom Kopf gezogen. Und das ist natürlich völlig verschrocken. Das hätte ich natürlich nicht dürfen machen. Nur zuschauen. Oder er ist da vorne ins Kaffee. Und dann hat er ihn gesehen, hat er Tassli und Löffel abgerumpft und hat es da im Kehlsack gehabt und hat es rumgeschüttelt und dann im Boden gelassen. Und dann musste ich ihn auch wieder holen.